Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist mein Sandkasten und im Hintergrund läuft wunderbare Kakariko Village Musik mit Wasserrauschen, als wären wir im Angelteich oder so, faszinierend. Macht nichts und wir reden weiter über Sachen, die auch in diese Zeit fallen, nämlich Cartoons der 90er, ja. Genau, beim letzten Mal haben wir uns viel über KRTL und Trick 7 ausgelassen. Heute gehen wir mal ein bisschen weiter zu, Kabel 1 und Super RTL, ne? Dafür hole ich jetzt mal ein ganz klein bisschen weiter aus. Mein erster Kontakt mit großen Serien aus Übersee und so ein Kram kam eigentlich von meinen Großeltern her. Also meine Großeltern väterlicherseits wohnten in Neunkirchen. Für diejenigen, die nichts damit anfangen können, das ist halt mal eine Stadt im Saarland. Und die hatten natürlich Kabelfernsehen und die hatten einen Sender, der nannte sich Tele 5. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was, weil es den Sender heute offenbar wieder gibt. Es gab ihn eine ganze Zeit lang nicht. Aber als ich ein kleines Kind war und noch im Kindergarten ging, da gab es Tele 5 tatsächlich über Kabel. Ob es das über Satellit gab, weiß ich nicht, weil ich kannte niemanden und überhaupt sowieso, ist ja auch egal. Und dort haben wir jede Menge Trickserien geguckt, meine Schwester und ich damals. Und ich kann mich daran erinnern, dort lief halt immer so ein Kram, so eine Sendung, die nannte sich Bim Bambino. Das war eine braune Stoffmaus, die halt irgendwelchen blöden Kram erzählt hat. Und das waren so die Unterbrechungen zwischen den Sendungen, also zwischen den einzelnen Cartoons, die dann halt liefen. Bim Bambino kann man kennen und das ist auch der Grund, warum ich es so ein bisschen weiter ausgeholt habe. Denn als wir dann halt irgendwann unser Satellitenfernsehen gekriegt haben, unsere Satellitenschüssel, lief auf irgendeinem Sender Werbung dafür, dass es einen neuen Sender geben soll, nämlich Kabel 1. Die hießen damals aber gar nicht Kabel 1, die hießen nämlich damals Kabelkanal. Und da tauchte dann auf einmal dieser Bim Bambino, den es mittlerweile nicht mehr gab, weil es Tele 5 nicht mehr gibt, tauchte dann auf und machte dann halt einen Reim, irgendwas von wegen, ihr müsst Kabelkanal anschalten, schlag mich tot. Damit war klar, also das, was ich sowieso schon als kleines Kind, also als noch kleineres kleines Kind kannte, das ist jetzt offensichtlich wieder verfügbar auf einem anderen Sender, nämlich auf Kabelkanal. Ja, also habe ich damit natürlich auch Zeit verbracht und das guckt. Und das war allerdings dann ein tägliches Nachmittagsprogramm und kein Wochenend-Frühprogramm oder so. Das heißt, man konnte mittags von der Schule heimkommen und gleich Cartoons gucken, was eine coole Sache war. Ja, für mich jedenfalls, weil ich halt drauf stand. Und da liefen dann seltsame Sachen, die ich nicht verstand teilweise Sachen, die ich sehr mochte. Ich kann mich nur an nahezu gar nichts mehr davon erinnern. Das Einzige, woran ich mich definitiv erinnere, ist Ghostbusters. Und nein, ich meine nicht die Ghostbusters, die ich im letzten Part erklärt habe, die auf dem Film, den wir alle kennen und lieben, basieren, sondern die Ghostbusters, die auf dem Original-Ghostbusters-Film basieren, den keine Sau kennt. Die Serie nannte sich auch, wenn ihr sie jetzt suchen müsstet, auf YouTube Filmation Ghostbusters, weil es wohl von der Firma Filmation ist oder so. Und Tatsache ist, diese Serie basiert auch auf einem Film, den es vor dem Ghostbusters-Film aus den 80ern gab. Geht halt um zwei Typen und einen Gorilla, die zusammen Geister jagen. Und die Serie hat mich auf irgendeine seltsame Art als Kind fasziniert. Ich wusste selbst nicht, ob ich sie gut oder schlecht finden soll. Ich dachte, das wäre einfach irgendwie ein schlechter Abklatsch von den Ghostbusters, wie ich sie kannte. Aber es hat mich genug gereizt, dass ich halt ab und zu mal geguckt habe, ja. Komisch. Und was lief noch so auf Kabel 1 damals? Da lief einiges und ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, was da lief. Ja, zur gleichen Zeit entstand, denke ich mal, auch ungefähr auf RTL 2 das Nachmittagsprogramm für Kinder mit Vampi. Ne? Im Prinzip das gleiche Prinzip wie Bim Bambino. Das heißt, statt einer braunen Mauspuppe hatte man jetzt eine weiße Fragezeichenpuppe. Also sie sah nicht aus wie ein Fragezeichen, sondern die Frage ist, was das Ding darstellen sollte. Vampi halt. Es stand immer im Abspann, Vampi ist ein Produkt der Ananas. Also behaupte ich jetzt, er ist eine Ananas. Nee, ist er nicht, aber ich weiß nicht, was er darstellen sollte. Es ist undefinierbar. Eine Vampirmaus? Eine weiße Vampirmaus? Ich weiß es nicht. Jedenfalls
lief dann halt nachmittags auf RTL 2 auch jede Menge Kram, wo ich mich deutlich mehr dran erinnere als an den Kram auf Kabel 1. Da bin ich mir sehr sicher, da liefen nämlich sehr, sehr entscheidende Dinge. Ja, und ungefähr zu der Zeit wurde dann auch der Sender Super RTL eingefügt, wo dann auch irgendwann den ganzen Tag über quasi bis abends um 7:45 Kinderserien liefen. Also von morgens 5 Uhr oder so bis abends 7:45 den ganzen Tag im Prinzip Kinderserien. Ob das Zeichentrickserien sind oder nicht, war jetzt relativ egal, aber Kinderserien halt. Und ich weiß gar nicht, wo ich bei den ganzen Sendern anfangen soll. Leute, damit werde ich ja im Leben nicht mehr fertig. Ich habe den ganzen Scheiß geguckt, ohne Spaß. Ich habe wirklich den ganzen Scheiß geguckt. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei... ich würde sagen, Kabel 1 schließen wir ab, weil da fällt mir wahrscheinlich jetzt sowieso nichts mehr ein, was ich dort an Serien geguckt habe. Was seltsam ist, weil ich weiß, dass ich viel Zeit dort verbracht habe. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war, was ich dort geguckt habe. Und wie gesagt, damals hieß es nicht Kabel 1, damals hieß es noch Kabelkanal. Gut, dann war aber RTL 2. Fangen wir mal bei dem an, weil das war so der größte Abnehmer. Nee, der größte Anbieter für mich mit Zeug, das ich geguckt habe. Die haben ja allen möglichen Scheiß gezeigt, was sie in die Finger kriegen konnten, egal von wo es herkommt und was es ist und worum es geht, alles genommen und alles gezeigt. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Ovid und seine Freunde. Sagt wahrscheinlich kein Mensch was, werdet ihr wahrscheinlich auch nichts dazu auf YouTube finden, jedenfalls nicht auf Deutsch. Ich weiß aber, dass ihr die holländische Version des Intros von Ovide Ancien Frienze oder wie es sich auch holländisch heißt, nennt, keine Ahnung, könnt ihr auf YouTube finden. Also falls ihr neugierig seid, gebt einfach mal ein Ovide Intro oder so, dann kriegt ihr was zu sehen, okay. Daran kann ich mich noch erinnern, mochte ich. Auch wenn ich mich nicht mehr wirklich dran erinnere, worum es in der Serie überhaupt ging. Das sagt viel aus, ne? Aber das war auch, ja, eine Serie, die ich sehr selten gucken konnte, weil die lief irgendwann zwischen 12 und 1 Uhr mittags. Normalerweise war ich dann noch in der Schule um die Uhrzeit. Das heißt, nur wenn wir irgendwie mal wieder ein paar Stunden Ausfall hatten, sodass wir 2 Stunden früher heimgehen konnten oder so, dann hatte ich die Gelegenheit, auch wirklich die Serie zu gucken. Also ist verständlich, dass ich die nicht so gut kenne. Dann erinnere ich mich an jede Menge alten Anime-Kram, der mehr oder weniger beliebt war. Beispielsweise, was meine Schwester sehr liebte und was ich auch gelegentlich guckte, war Mila Superstar. Und das Intro von Mila Superstar kennt wahrscheinlich jeder, vermute ich. Ein Super-Trio oder Katzenauge, wie auch immer ihr das nennen wollt, wo es um diese jungen Frauen geht, die irgendwie das Erbe ihres Vaters wieder zusammensammeln wollen und dazu halt überall einbrechen, in alle möglichen Museen und die Leute beklauen und immer schöne Warnung vorher schreiben, dass die Polizei Bescheid weiß, oh, die kommen jetzt und klauen da und die Polizei versucht es natürlich aufzuhalten und schafft es nie und bla. Fand ich als Kind sehr spannend. Ich habe es mal vor einigen Jahren versucht, nochmal anzugucken, um zu sehen, wie die Serie ausgeht oder so, aber ich habe, ich glaube, 2 Folgen geguckt, da war es mir schon zu dumm. Also wirklich zu dumm. Das ist traurig, aber als Kind mochte ich das, das weiß ich noch. Dann, was hat meine Schwester immer unheimlich gern geguckt? Rock'n'Roll Kids, auch eine Anime, wo es halt um, ja, eine Teenie-Rockband geht, die versucht irgendwie Erfolg zu kriegen. Und gleichzeitig geht es halt darum, dass der Leadsänger dieser Band der ältere Bruder von einem jüngeren Bruder ist. Wer hätte es gedacht? Und die beiden sind im Prinzip Waisenkinder und er muss halt gleichzeitig für seinen jüngeren Bruder sorgen. Und dann noch irgendwelche Dreiecksbeziehungen mit irgendwelchen Liebesgeschichten und dies und das und so. Das ist ein Zeug. Das war definitiv das Richtige für meine Schwester, ganz sicher, aber das war nicht unbedingt was, das ich haben muss. Und jetzt habe ich irgendwie keinen Platz mehr im Inventar. Was mache ich dagegen? Ich könnte die Spitzhacke noch kaputt kloppen und dann habe ich wieder Platz für irgendwas einzusammeln. Guter Plan. Rock'n'Roll Kids, so viel dazu. Animes gab es da so viele. Vor allem, die haben ja irgendwann damit geworben sogar, dass sie so viele Animes haben. Ich will jetzt nicht zum Highlight, sondern ich will jetzt irgendwann noch bei ein bisschen Scheiß bleiben. Was lief noch so an Animes auf RTL 2, was man kennen müsste? Sailor Moon natürlich. Ich glaube, mit Sailor Moon fingen Animes erst an, so richtig populär zu werden. Und ich gestehe, sogar ich habe Sailor Moon geguckt. Obwohl es heißt, es ist eine Mädchenserie oder sonst was, es war mir relativ egal. Es war eine Zeit lang recht interessant. Und mittlerweile muss ich sagen, es ist eine der dümmsten, langweiligsten Serien, die es gibt. Ich weiß nicht, warum ich sie geguckt habe, aber ich habe sie geguckt. Es passiert in jeder Folge genau das Gleiche, mit dem gleichen Handlungsablauf und nichts entwickelt sich, niemand entwickelt sich. Es ist einfach nur eine extrem dumme Serie. Okay, scheiß auf den
Redstone. Davon habe ich eh genug. So, jetzt müssen wir aber echt zurück, wenn ich den Weg nochmal finde. Die Frage ist, wo bin ich überhaupt hergekommen? Vielleicht von hier? Ja, das sieht gut aus. Okay, die Richtung oder die Richtung? Ich glaube hier lang. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. So, was noch an so ein Anime-Kram? Ich glaube, Chinchan haben sie irgendwann gebracht. Konnte ich nie leiden. Es gibt Leute, die finden den unheimlich witzig. Mich tönt schon der Zeichenstil unglaublich ab. Und ich weiß nicht, irgendwas konnte ich an Chinchan an sich nie ausstehen. An diesem Kind halt mal. Frag mich nicht was, aber ich konnte ihn einfach nicht ausstehen. Ja, dann Monster Rancher. Monster Rancher ist Pokémon für Arme nur besser oder so? Fragezeichen. Also, ja gut, jetzt habe ich es vorweggenommen. Natürlich, Pokémon lief auf RTL 2. Die Serie, die von der jeder, der in meinem Alter war damals, mehr oder weniger geschwärmt hat. Und vor allem die noch Jüngeren haben davon geschwärmt, wie blöd. Ich konnte es nie ausstehen, wirklich ums Verrecken nicht. Aber gut, mein Problem. Aber ich mag die Spiele, also immerhin bin ich völlig verbohrt. Ich gebe den Spielen eine Chance, obwohl ich die Serie nicht ausstehen kann. Gut. Und ich dachte damals wirklich, dass die Spiele auf der Serie basieren und nicht umgekehrt. Ich wusste es halt nicht besser. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Nicht mal ich kann alles wissen. Geständnis des Tages. Wo bringe ich jetzt den ganzen Stein unter, verdammte Kacke hier? Weißt du was, packen hier rein. Ist okay. Habe ich eigentlich irgendwo Andesit gelagert? Ja, hier. Gut. Monster Rancher. Fand ich definitiv besser als Pokémon. Viel interessanter. Dann lief natürlich Digimon. Konnte ich auch nie ausstehen. Aber da die Serie so gehypt wird, habe ich vor vielleicht 2 Jahren oder so ungefähr, schätze ich, versucht die Serie mir anzugucken, um rauszufinden, warum die so gehypt wird. Hab mir die komplette erste Staffel oder was angeguckt und muss sagen, die Serie ist immer noch scheiße. Es gibt offensichtlich keine Regeln und die Viecher digitieren halt vor sich hin und werden dadurch stärker, ohne dass man genau beurteilen könnte, wie viel stärker sie jetzt sind oder nicht oder dies oder das. Ist, ich glaube, das Problem, größte Problem ist, dass es keine Regeln gibt und dass die Charaktere alle dumm sind und unnötig. Und zwar wirklich alle. Und damit meine ich nicht die Digimon, sondern die Kinder halt, um die es geht. Oh Gott, ich mache mir hier jede Menge Feinde, ich weiß. Aber okay, muss ich mitleben. Ich schmeiße jetzt diese Kackbögen weg. Ich wollte dich nicht wegschmeißen, übrigens. Ja, ich weiß nicht, Digimon, wirklich, ich kann nichts damit anfangen. Ich werde nie was damit anfangen können. Ich werde nie ein Freund von Digimon, in irgendeiner Art und Weise. Aber ich erkenne an, dass es das gibt. Ich werde auch niemanden verstehen, der sagt, er mag Digimon, weil die Serie ist völlig niveaulos, unterirdisch vom Niveau her. Und die Handlung ist nicht vorhanden. Aber gut. Und dass die dann noch so erfolgreich ist, unglaublich. Ja, dann natürlich zeitgleich ungefähr Pokémon. Wie gesagt, kann ich nicht leiden, bla 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 bla. Ja, und was kam auf RTL 2, was für mich eine Welt verändert hat? Also, was für mich wirklich die Welt verändert hat? Dragon Ball. Ja. Irgendwann auf RTL 2 lief Dragon Ball. Und ich hatte eine Folge gesehen, so halb, wo ich halt mal zufällig zu dem Zeitpunkt reinschalte habe. Okay, dann habe ich vielleicht nochmal eine andere Folge so halb gesehen. Und so, und es war halt da, aber ich wusste nicht, worum es geht und habe nicht genug darüber mitgekriegt, um wirklich was dazu sagen zu können. Aber irgendwann änderte sich das und das war so ziemlich zu dem Zeitpunkt, als das erste Mal das erste große Turnier quasi lief. Die Dragon Ball kennen, wissen, wovon ich rede. Und da war ich dann richtig gefesselt, weil das war einerseits actionreich, spannend und trotzdem mit einem völlig gestörten, dummen Humor. Und das hat mich angesprochen. Das hat mir gefallen. Und deshalb habe ich dann angefangen, Zeit damit zu verbringen. Unverzeihlich, weil dadurch wurde ich zum richtigen Dragon Ball-Fan. Und das hat sich noch sehr, sehr lange hingezogen. Aber ja, das war für mich so das Bedeutendste. Und damit hat sich was für mich geändert in meinem Konsumverhalten, was Fernsehen angeht. Vorher war es so, ich habe den Fernseher angeschaltet, habe durch die Kanäle gesippt. Und wenn irgendwas lief, das mich einigermaßen angesprochen hat, dann habe ich das geguckt.
Das war's. Ich hatte keine feste Zeit zum Fernsehen und ich hatte kein bestimmtes Programm, das ich unbedingt gucken musste oder irgendwas. Aber mit Dragon Ball hat sich das geändert, weil fortlaufende Geschichte, nicht eine Episode gucken und die sind sich abgeschlossen und damit ist alles erledigt, sondern nein, es geht immer weiter. Es hat eine Handlung, die halt fortgesetzt wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr weiter gucken. Und so habe ich angefangen, jeden Tag Dragon Ball zu gucken. Und ich bin sogar noch einen ganzen Schritt weiter gegangen. Ich habe von den, ich weiß nicht, wie viele sind es, 150 Folgen Dragon Ball, fast alle auf Video selbst aufgenommen. Ja, so war, die habe ich heute noch, ja. So verrückt war ich nach Dragon Ball. Unfassbar, aber wahr. Ja, und damit läuft mir die Zeit weg. Ein bisschen machen wir noch, einfach weil es geht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade machen will. Vielleicht erstmal ein paar Öfen bauen, das wäre dann ganz gut. Und dann Steine brennen, wenn ich sie finde. Ich habe so viel Steine und finde es nicht. Habe ich nicht in irgendeiner Truhe, wo sie gar nicht hingehören, welche von euch gelagert? Ja, hier. Dann nehmen wir euch mal zuerst mit. Gut, was lief noch? Eine Serie, die ich erst viel später gelernt habe, richtig anzuerkennen. Und zwar Nadja, die Macht des Zaubersteins. Der deutsche Titel ist echt mega scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht mal, wie die Übersetzung des Originaltitels ist, aber ich glaube, es ist die Übersetzung ist das Geheimnis von Blue Water oder so oder irgendwas in der Richtung. Der Titel ist so oder so scheiße, glaube ich. Aber die Serie an sich finde ich extrem gut. Die hat mich sogar dazu gebracht, ein Buch zu lesen. Ja, mich. Ne? Also, ich habe ein Buch gelesen. Wahnsinn, unfassbar. Und ich war schwer enttäuscht davon, aber okay, anderes Thema. Worum geht es in der Serie? Nadja, die Macht des Zaubersteins. Im Prinzip ist es so ein bisschen Science Fiction, basierend, grob, ganz, ganz, ganz grob basierend auf Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer. Und das ist halt auch das Buch, das ich gelesen habe, von dem ich schwer enttäuscht bin, weil es eigentlich sich liest wie eine Fisch-Enzyklopädie. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel Aufwand, das jetzt zu beschreiben, worum es in der Serie geht. Aber ich fand sie ziemlich gut. Was vielleicht erwähnenswert wäre, diese Serie ist von Gainax, oder wie auch immer man die Firma ausspricht. Die könnte man kennen, weil diese Firma ist vor allem, denke ich mal, für Neon Genesis bekannt. Neon Genesis Evangelion und was auch immer. Muss es wohl eine Serie geben. Ich kenne nur die Filme und davon habe ich nicht viel gesehen. Aber ich weiß, dass es das gibt und dass es eine große Fanbase hat. Also muss das irgendwas Gutes sein? Fragezeichen. Ach komm, mach alles rein. Kann ich nicht so viel zu sagen zu Neon Genesis, weil ich mich wirklich nicht damit auskenne. Und der Film von Neon Genesis, den ich gesehen habe, war der, den alle für schlecht halten. Oder wo alle sagen, das ist der schlechteste von allen. Und ich fand ihn durchaus interessant genug, um mir komplett anzugucken. Also ist er nicht mal so schlecht, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Aber er war auch nicht wirklich gut, muss ich zugeben. Ja, und was man dann vielleicht zu der Thematik noch sagen kann. Gainax war, als sie die Serie, also Nadja, die Macht des Zaubersteins produziert haben, so gut wie pleite. Die hatten kein Geld mehr und waren kurz davor, das Studio dicht machen zu müssen. Und haben dann halt diese Serie angefangen und es wurde zu ihrer Überraschung ein Mega-Hit. Man sieht an der Animationsqualität und an allem, dass ihnen das Geld ausgegangen ist, dass sie da wirklich zu kämpfen hatten. Aber die Serie war halt mal ein Mega-Hit und hätte es diese Serie nicht gegeben, dann gäbe es auch kein Neon Genesis, weil das kam erst danach. Also die Serie ist zumindest insofern auch für Neon Genesis-Fans von Interesse, dass sie dieses Franchise überhaupt erst möglich gemacht hat. Ja. Ansonsten, die Serie hat nur 39 Folgen, ist abgeschlossen in sich und ich finde sie eigentlich ziemlich spannend. Es ist ein bisschen Filler-Material drin, das völlig unnötig ist, wie bei jeder Serie, aber ansonsten ist sie wirklich interessant und auch diese Serie habe ich komplett auf Video. Ja. Schön. Und jetzt müssen wir dann doch mal einen Cut machen, weil das Video ist schon wieder zu lang. Also Leute, ey, ich war euer Nixan. Das war Let's Play Minecraft und ich sage euch ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.